Ja, willkommen zur Naruto-Mucken-Infokarte. Ich bin schon so im Menü. Ich habe vorhin noch ein paar Charakter getestet. Und wir sind jetzt bei den Suna-Geschwistern. Bei Kankuro. Kankuro-Jüngling hat damals gegen wen gekämpft? Das war, glaube ich... Das war auch gegen einen von denen hier. Ich keine Ahnung, komm, nimm einfach normal, nehmen wir mal Zufall einfach. Zufall und gut ist. Ja. Der sieben, nicht, doch der siebenschwänzige? Na, ich weiß nicht. Kankuro ist ja, ja, Marionettenspieler und der Junge hat sowieso nicht so viel drauf, das weiß ich. Ja, das hat er so gut wie bei jeder Attacke. Ja, die Attacke noch eben. Macht er. Und jetzt war hier, wo er mit der Puppe nochmal angreift. Schuriken. Ja, hinporten. Und dann gibt es eben noch diese Technik. Ja. Das, war's jetzt schon wieder soweit mit Kankuro. Ja. Ja, der Junge hat nicht so viel drauf. Also, ja, da nicht so viel drauf. Fangen wir mit Kankuro Teenager gegen... Schon wieder, der Sechsschwänzige. Ah. Ja, dieser hat schon mehr drauf auf jeden Fall. Weil ich finde auch... Ganz ehrlich, Kankuro ist hier einer der gefährlichsten Charaktere. Ich würde sagen, er ist noch gefährlicher als... mit Tobi mit den Renegaren. Und das ist der Grund. Warum geht er? Okay, ist falsch rum. Komm mal kurz her. Utakata. Ah, jetzt geht's wieder vernünftig, komisch. Man kann die Marionette kontrollieren von Sasori und kann es eben Feuer spucken aus der Hand. Dennoch eine Wassertechnik, die viel abzieht. Mit einer Klinge rumschleudern, wenn man genauer trifft. Was ich jetzt nicht tue, egal. Doch, ich habe getroffen. Mit einem Giftspeer zustechen, wo er dann vergiftet ist. Oder auch nicht. Guckt euch das mal an. Kämpft gegen so einen Jinchuriki. Machst einmal diese Technik, zack, der ist besiegt. Und dann gibt es den auch. Eine meiner Favoritentechnik. Kann zwar nur einmal einsetzen, aber danach ist der Gegner vergiftet. Hoch. Auflösen. Dann kann man auch diese Puppe rufen. Der Salamander hieß er, glaube ich. Ja, Feuersprung normal. Und Briefbomben spocken. Und dann konntest du das jetzt, wo du ihn einsperrt? Ja. Einsperren, zack, besiegt. Weil jetzt auf sein Leben, jetzt ist es ungefähr voll. Ich kann es mal voll machen, so. Ist auch sofort besiegt. Sag ich mal, jetzt sogar auf der Taste. Nee, da habe ich eine neue Puppe. Komm her. Zieht auch sehr viel... warum treffe ich nicht? Okay, aber zieht auf jeden Fall auch... auflösen, bitte. Danke. Ja, Luft kann ich Kunai werfen. Und ja... Mehr hat er auch nicht drauf, aber es braucht er nicht, weil wenn er einmal eine Puppe ruft... Ja, dann bist du am Arsch, so gesehen. Der zweite Hokage. Im Gegensatz zu Temari eigentlich. Sie ist eher so der harmlose Fall wieder. Komm mal her. Ja, einmal mit so einem Fächer schlagen. Komm mal her. Ja, mehr. Ja, einmal so einen kleinen Wind rufen. Konnte ich nicht mehr. Ach, genau. Ein stärkerer Wind, was aber nicht viel abzieht. Eine Windsense, die... Ja, es geht. Das... Ja, was auch mal das soll. Wahrscheinlich so ein starker Wind sein. Gut, Luftattacken hat sie ja schlagen. Man hätte die Charakter besser machen können. Aber ja, was soll man machen? Das war... Es geht viel zu schnell, finde ich. Aber nur gut. Temari Teenager. Orochimarus versteckt zerstört. Chakra aufladen. Rasur.
Ah, die Windsense. Also diese Tamara ist auf jeden Fall besser. Weil für wenig. Okay, ist nicht wenig Chakra. Ist 80%, würde ich sagen. Ja. Schuriken. Und eine Windsense. Aber sie kann fliegen. Hoho. Dann könnte ich in der Luft jetzt so eine Windsense machen. Aber das war's auch schon soweit. Also in der Luft. Konntest du das hier irgendwas machen? Nö, nur hochheben. Hier fliege ich ja wieder. Genau, hier für das ganze Chakra mehrere Windsensen. Und ja, also, das war schon wieder mit Tamari. Boah, auf jeden Fall. Ja, Gaara haben sie auch nicht so gut gemacht. Okay, man kann Dingara spielen, man kann den mit leicht Sabo. Ne, mit Shukaku. Sabo. Egal. Mit leicht Shukaku und dann Gaara noch, aber. Gegen sie. Gegen Tsuchiya Kin. Okay. Ja, komm hin. Wow, normaler Schlag. Da kann man. Oh, mit Gaara habe ich mich nie so beschäftigt eigentlich. Gaara war auch nicht so mein Lieblingscharakter. Aber es hat sich so in der Zeit geändert. Komm aus der Ecke da raus. Tsuchiya Kin. So, was hast du denn so für Techniken drauf? Ja, Sand auf jeden Fall. Genau, da habe ich mich gewundert. Da können wir es mal sehen, nochmal so deutlich. Wo Gaara auf den Einschwänzigen fusioniert ist im Schlafmodus. Da war doch irgendwie sowas. Aber ja, und hier noch so ein schöner Arm. Da können wir Chakra aufladen. Luftattacken. Huch, das wollte ich nicht. Luftattacken hast du keine? Okay. Ja, Gaara. Jetzt kommt Shukaku Gaara. Gegen Rekudo Zennin. Ja, normaler Sandangriff. Das kennen wir ja bereits alles. Also, man hätte echte Charakter, also die Charakter hätte man echt besser machen können. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Weil das Rekudo ist, kein Wunder. Genau, das ist einmal eine Favoritenattacke. Ich finde, es sieht richtig geil, wie das Auge noch so rauskommt. Und ja. Auch wieder rennt, finde ich geil. Ja, hier eine. Da eine Luft. Sandattacke. Aber ich bin so durcheinander. Also, ja, und so viel hat er eben nicht drauf. Das. Ja. Und jetzt kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, zum Highlight dieser Folge. Gaara Teenager. Der wurde auf jeden Fall schon mal besser gemacht gegen Zetsu. Oh, das war jetzt schon das Jutsu, das wollte ich nicht. Was ich geil finde, wie er nach hinten sprintet. Zack, ganz schnell. Ja, normale Sandattacken, Sandschuriken. Die Rasurtechnik natürlich. Oh, das war jetzt, glaube ich, dumm. Kannst du irgendwas machen? Du sollst ja nicht. Ja, jetzt. Ah, danke. Dann mache ich im Sanddoppelgänger. Hier ruft diesen Schild in XXL. Chakra nochmal aufladen, kennen wir. Das Jutsu haben wir auch schon gesehen. Sandschuriken. Also jetzt nochmal in normalen Techniken eigentlich. Was dieser Speer soll, weiß ich nicht. Ist ja ein Sandspeer, aber hat er den damals eingesetzt? Weiß ich eigentlich gar nicht. Gut. Dann haben wir hier ihn noch hier. So, zack, haben wir uns so eine Verteidigung. Also jetzt sind wir Zetsu. Wo bist du? Danke. Du kannst auch angreifen irgendwie, ja. Also jetzt sind wir so unbesiegbar. Zieht uns aber langsam Chakra. Zetsu, geh mal weg da. Zieht uns langsam Chakra ab. Das Auge kommt nicht raus. Wenn er zu nahe kommt, können wir ihn angreifen. So, eben nochmal können wir so eine Hand rausholen. Schuriken. Können auch Sanddoppelgänger machen. Und dann noch so Sandblock. Und was er. Natürlich kann er fliegen. Das ist es. Ja. Und können Sand. Ja, ein Schild haben wir auch noch. Damit können wir ihn so. Bam! Also so. Hahaha. So können wir ihn mit nach oben holen.
Jetzt muss ich kurz gucken. Genau, man kann eben die Schuriken werfen. Von vorne. Und ja. Das war's eigentlich jetzt schon wieder soweit. Machen wir heute nochmal so einen anderen Charakter, der eigentlich nicht dazugehört, den ich aber sonst irgendwie nicht so weit einbringen kann. Machen wir Kotetsu mal da noch dazu. Haben wir ihn bereits schon? Weiß ich nicht. Er war ja gegen den Kampf gegen Kakuzu und Tidan dabei mit Azuma. Und hat er dieses komische Schwertfisch. Mal gucken, ob er das ja auch einsetzt. Schuriken normal und die Rasurtechnik. Gut, nach... Entschuldigung. Ja, gestern mal ja der... Ist es das Schwert? Da haben wir das Sch... Ach du Scheiße. Es sieht geil aus. Hier haben wir es nochmal. Ach du Sch... Okay. Was macht er jetzt hier? Eine Ko... Ham, 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 ham. Also das Ding ist doch eigentlich... Nochmal bitte. Das sieht ganz schön ordentlich ab. Hackfleisch. Okay, hier ruft er wieder diesen, das Viech. Also, der Charakter geht's. Da war ich jetzt so durcheinander. Es war gerade ein anderer Partner mit dem Zuckerguss, wo er sich nicht bewegen kann. Wo denn er mit dem Fischfreak ankam. Buh. Okay. Chakra-Aufladen haben wir ja schon. Mist, das war dumm. Das war's dann aber auch, glaube ich, schon so weit wieder mit ihm, oder? Oder täusche ich mich damit? Einmal kurz nachgucken, weil den hatte ich eigentlich nicht geplant. Das kam jetzt so spontan. Genau, Luftattacken. Ja, normal. Also, ja, der K. Also, der K. Moonwalk. Wow. Also, meiner Meinung nach, der Charakter geht. Das mit dem Fisch und, ja, Fischschwert. Und diese Attacke alles hat was, hat was. Gut, das war's dann für dieses Mal wirklich. Und sehen uns nächste Woche wieder mit. Ja, ich weiß nicht so, weil manche Charakter will ich nicht machen. Ich finde, das ist auch Schwachsinn. Genauso wie dieses Kind Konohamaru, was wir ja schon groß drauf haben. Werde ich sagen, den werde ich nicht machen. Genauso werde ich nicht machen. Dosu. Und dann müsst ihr mal dahin. Dosu, Zaku, Tsuchikin, Tayuya, Jirobo, Kidomaru, Sakon. So, das werden die Charakter sein, die ich nicht machen werde. Wenn ihr es wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich die machen, wenn ihr die wollt. Oder wenn ihr einen bestimmten wollt, könnt ihr den Namen gerne hinschreiben. Und ja, so diese Charakter werde ich sonst nicht machen. Und ja, und die Trainingspuppe versteht hoffentlich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Huch, tschüss.